Einen wunderschönen guten Tag. Das hier ist der Expertentalk. Mein Name ist Carsten Lexer und in jeder Ausgabe des Expertentalks rede ich mit einer spannenden Unternehmerin oder einem spannenden Unternehmer zu einem ganz bestimmten Thema. Und momentan ist das ja so, die Corona-Krise ist in aller Munde, überall in den Medien wird darüber gesprochen und insbesondere wird über die Negativbeispiele gesprochen, also das, was Schreckliches in der Krise passiert ist. Tatsächlich aber, und das ist, glaube ich, etwas, das den deutschen Mittelstand schon immer ausgezeichnet hat, gibt es wahnsinnig viele Beispiele von Unternehmern, die sich sozusagen im Hinblick auf diese Krise nicht gesagt haben, um Gottes Willen, alles ist ganz schrecklich, den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern die angepackt haben, die vielleicht auch ihr Geschäftsmodell umgeschmissen haben und damit ziemlich erfolgreich waren. Und ich habe mir gedacht, mit wem könnte ich mal sprechen, der dort ein bisschen was dazu erzählen kann. Und ich habe jemanden gefunden. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, dass du da bist, Friedrun Schlagbauer von der Glücksschneiderei. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Wir machen das natürlich, wie es sich gehört. Ja, wir beachten die Kontaktbeschränkungen. Deswegen machen wir das Ganze hier über Zoom. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, denn wir haben ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen. Du hast einiges zu erzählen und auch einiges zu sagen im Hinblick auf das, was im Rahmen der Corona-Krise passiert ist. Aber meine erste Frage natürlich an dich wäre, wer oder was ist überhaupt die Glücksschneiderei? Was genau machst du, wenn es nicht eine Krise wie Corona gibt? Wenn es keine Krise gibt, dann sind wir im normalen Leben eine Maßschneiderei. Maßschneiderei für Damen und auch Herren, ja, mit Schwerpunkt. Momentan haben wir wirklich auch Schwerpunkt Braut, Bräutigam. Ich habe 5 Schneiderinnen, die sind wirklich speziell auf Brautmoden ausgerichtet, kennen sich super aus. Ich selbst komme aus der Herrenschneiderei, ich bediene dann sozusagen die Herren. Und wir machen eigentlich alles, angefangen vom Maßanzug über Brautkleider, über Änderungen, Umarbeitungen. Eigentlich alles, was nähbar ist. Und seit neuestem auch Masken. Okay, genau. Denn da wollen wir gleich auch mal drauf zu sprechen kommen, weil du hast es gerade so schön gesagt, du bist eigentlich im Brautmodengeschäft und im Bräutigam-Modengeschäft. Und dann kam ja die Krise. Und das bedeutete, heiraten war plötzlich problematisch, man konnte nicht mehr groß feiern. Viele haben dann daraufhin Hochzeiten abgesagt. Das wiederum hat natürlich auch die Eventbranche, die Künstler in Probleme gestürzt. Und natürlich hat es auch dich getroffen. Und da kommen wir gleich drauf. Zuallererst aber eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert, nämlich, dich hat ja jetzt diese Krise dann auch tatsächlich getroffen. Wie fühlt sich so etwas an? Wie muss man sich so etwas vorstellen, wenn einem so mehr oder weniger von heute auf morgen plötzlich wie so der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Wie war das für dich? Wie hast du empfunden? Also der Moment ist eigentlich nackte Angst, Panik, Angst, nichts anderes. Du hast dein Auftragsbuch voll. Ab März fängt die Hauptsaison an für Brautmodenänderungen, für Neuanfertigung, für alles. Du hast die Bücher voll. Du überlegst eigentlich schon, wie du die Termine alle stemmen sollst, wie die Arbeit fertig werden soll. Und von heute auf morgen darf keine Kundin mehr kommen. Du hast 5 Mädels, die wollen ihr Geld, die wollen Beschäftigung. Ich möchte selbst auch noch leben. Es ist Wahnsinn. Das kann sich eigentlich jemand, der es nicht erlebt, kann sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Und da, ja, es ist unglaublich. Vor allem dann die Termine. Ich habe 5 Seiten nur voll mit Terminen, große Seiten mit Terminen abgesagt. Das sind auch Summen, die man da absagt. Von heute auf morgen ist eigentlich alles weg. Alles. Ja. Und du hast es auch schon gerade kurz angedeutet. Ja, es ist ja jetzt nicht so, du bist nicht ein Mann-Unternehmen. Du hast Mitarbeiterinnen, 5 Stück. Das ist nicht einfach mal hier heute mal so eine kleine Brautmodenänderung. Nein, das ist ein richtiger Betrieb, der wirklich permanent läuft, kann man sagen. Und plötzlich geht das alles auf Stopp. Nichts geht mehr. Du hast es so schön ausgedrückt, nackte Panik. Ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen. Viele meiner Mandanten haben mir das ja auch gesagt. Bei dir jetzt aber, und das fand ich eben auch das Coole, was in den Vorgesprächen schon rauskommt, ist, du hast zwar jetzt gerade gesagt, dass du Panik hattest, hast aber dann am Ende des Tages dir gesagt, wir können bei dieser Panik nicht stehen bleiben, sondern es muss ja irgendwie weitergehen. Ja? Und du hast nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Was hast du denn jetzt genau gemacht,
dass es weiterging, dass du dein Geschäft am Leben erhalten konntest und vor allen Dingen, wie ist es dazu denn überhaupt gekommen? Also erstmal, was hast du gemacht jetzt? Das Erste war, ich habe ein unglaubliches Team von Schneiderinnen. Es sind 5 wirklich fantastisch. Die arbeiten wunderbar zusammen. Es ist ein Zusammenhalt. Und da ist ja wirklich, man muss offen miteinander umgehen. Ich meine, die haben gewusst, es hängt alles davon ab. Wenn wir nicht überleben, überlebt keine von uns. Ja, Und das war eigentlich das Schlimmste, dass man wusste, da gehen wir komplett unter. Und ich habe es ja erst Anfang letzten Jahres übernommen. Also es ist ja auch kein uralt eingesessenes Geschäft. Aber wir haben eigentlich offen miteinander geredet. Und ich hatte ein Erlebnis, um gleich mal, wie ich eigentlich zu den Masken kam. Hatte ich dir auch schon erzählt. Ich habe früh im Bad kam mir die Idee mit den Masken. Ich höre immer Bayern 1. Und dann haben sie von einem Zahnarzt gebracht in Würzburg, der verzweifelt ist, weil er keine Masken mehr bekommt. Und mit seiner Frau da verzweifelt näht, aber nicht aus Stoff, sondern anderen Materialien. Und dann, das war so ein Aha-Effekt, dachte ich mir, ich muss das probieren. Und bin noch eher in die Werkstatt als sonst, habe sofort das Recherchieren angefangen nach Material, weil ich selber mag die Textilmasken nicht so gerne, aus normalem Stoff. Und habe wirklich ewig gesucht und gemacht und habe was gefunden und habe ausprobiert. Und es ist, das war eigentlich der Moment, wo das entstanden ist mit den Masken. Und das Material hat sich halt auch als so erwiesen, so vielseitig. Und meine Mädels sind so kreativ, die haben Ideen eingebracht. Das ist unfassbar. Also, ich merke das auch. Also ich möchte nicht wissen, was damals los war. Ja, das muss der absolute Wahnsinn gewesen sein. Jetzt muss ich aber doch noch mal kurz nachfragen. Das hast du gerade gesagt, jetzt macht ihr halt Masken. Das klingt jetzt erstmal so nach dem Motto, naja, es wurden halt Masken gebraucht, jetzt macht man die. Aber du hast schon angedeutet, das sind nicht einfach nur Masken, sondern du hast dir Gedanken gemacht um das Material. Du hast dir Gedanken gemacht auch, wie heben die sich ab von der Masse an Masken, die so am Markt zu finden sind. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Hast du vielleicht ein paar Beispiele auch für diese Masken, damit man die mal sehen kann, worüber wir eigentlich reden? Natürlich, jetzt zeige ich mal. Ich hole mal meine Mitarbeiterin. Theresa, kommen Sie bitte mal. Also, wir haben zum Beispiel angefangen, hat es eigentlich mit unserem berühmten Mustache. Ja. Dürfen Sie mal aufsetzen. sehr cool. Und das Ganze jetzt auch noch mit Model, das finde ich ausgezeichnet. Dann haben wir so Sachen gemacht wie Smiley-Gesichter drauf oder die ist auch obercool, entworfen von Theresa mit einer Zigarette. Das Material bietet sich halt auch irgendwo an, dass man so plastisch arbeiten kann. Und die sind alle individuell, okay, die ist natürlich super cool, ja. Böse Corona-Tage. Und die werden individuell hergestellt. Das sind wirklich Einzelanfertigungen, individuell hergestellt, Ideen von meinen Mädels, von mir, von eigentlich allen, von Kundenwünsche kommen, Kunden haben besondere Wünsche. Wir machen inzwischen für viele Firmen mit Firmenlogo drauf. Also für die gesamte Firma dann, ihr rüstet dann im Prinzip die Mitarbeiter aus mit diesen Masken. Oder für Kunden, wir haben also ganz als Kundengeschenke dann. Und unser großer Renner, der Fränkische Rechen, den liebe ich über alles. Ja, den kenne ich natürlich. Heißt das aber jetzt, wenn ich das richtig verstehe, also ihr produziert dann am laufenden Band im Prinzip Masken? Wir haben die letzten Wochen nur Masken genäht. Wir konnten ja keine Kundschaft, bis diesen Montag konnten wir keine Kundschaft empfangen. Wir haben nur Masken genäht. Ich weiß gar nicht, wie viel 1000 Stück wir genäht haben. Und es ging wie ein Lauffeuer. Ich habe viel gepostet. Das war wie Mund-zu-Mund-Propaganda, war eigentlich unglaublich. Unglaublich. Und die Masken sehen ja schon mal cool aus, das muss man ja wirklich sagen. Also ich selber bin ja auch in den Genuss von einer dieser Masken gekommen. Aber habt ihr nur einfach die normalen Gesichtsmasken gemacht oder habt ihr dann auch über das Design weiter nachgedacht jetzt? Ja, wir haben natürlich das Modell immer wieder verfeinert. Wir hatten eine Grundmaske, hatten wir so eine Einwegmaske, die haben wir damals am Anfang zerlegt und haben halt da probiert. Und dann merkt man ja schon, dass irgendwas an der Nase passt nicht hier. Wir haben das Modell wirklich verfeinert. Und dann hat man noch diese Idee, nachdem ja Biergärten geschlossen haben und irgendwann wieder mal öffnen möchten, Maske, wie trinke ich ein Getränk mit einer Maske? Ja, das ist eine gute Frage. Ideale Idee,
Theresa, setzen Sie bitte mal auf. Das ist jetzt schon das Sondermodell mit Applikation drauf. Okay, ich sehe da einen Mund. Okay. Und hier kann man vorne einen Trinkhalm einfügen. Ja, cool. Man kann dann ein Getränk trinken, ein Cocktail oder auch nur ein Wasser. Genau. Und wenn man rauszieht, ist die Öffnung wieder geschlossen. Die haben wir jetzt entwickelt. In Feinarbeit haben wir die entwickelt. Das ist ja wirklich sau cool. Ja, vielen Dank, dass man das jetzt hier sehen konnte. Das heißt also im Prinzip, diese Maske erfüllt die Anforderungen an eine geschlossene Fläche. Aber wenn man eben trinken möchte, dann kann man einfach den Strohhalm einführen und trinkt und danach verschließt sich das Ding wieder automatisch. Wenn ich ihn rausziehe, ist es wieder zu. Also finde ich wirklich brillant und zeigt halt auch wieder, dass man sogar aus so einer Situation wirklich was machen kann. Das ist ja wirklich der Hammer. Ja, und wir haben auch wirklich, also kann ich glaube ich schon sagen, dass wir alle relativ viel Spaß haben beim Masken nach wie vor. Es ist, weil halt immer wieder neue Sachen uns einfallen. Es ist so schön. Wirklich der Hammer. Habt ihr euch dann irgendwie das Design schützen lassen? Oder was macht ihr jetzt damit? Also gibt's da dann schon Nachfrage? Habt ihr da schon irgendwie Erlebnisse gehabt? Im Hinblick auf diese speziellen Masken, meine ich? Die Trinkmaske ist schon nachgefragt. Die ist gerade dabei. Die wird geschützt. Und weil die Öffnung, das ist natürlich, soll uns ja keiner nachahmen. Ja klar, natürlich. Ja, das ist ja auch die Stärke des Mittelstandes. Ja, da waren wir gesessen, haben es verfeinert und ausprobiert und getüftelt und gemacht. Und ja, die Nachfrage ist da. Und jetzt, wenn die Biergärten dann endlich mal öffnen dürfen, dann wird es vielleicht steigen. Ja, also es scheint ja auch so zu sein, dass die Masken uns noch ein bisschen erhalten bleiben, nicht? Also dann denke ich auch mal, die werden benutzt werden, ganz, ganz bestimmt. Jetzt, wenn du so darüber sprichst, dann klingt das so locker. So, ja, ich hatte halt morgens mal eine Idee im Bad, auch das finde ich schon eine coole Geschichte, ja. Dann habe ich es halt umgesetzt, ich habe jetzt mal so tausende von Masken gemacht, ja, so schöne Individualanfertigungen. Das klingt so locker. Hättest du dir ansonsten mehr Hilfe vielleicht irgendwie erwartet für dein Business? Oder wie war das? Wie gesagt, da kam ja die Krise und man hat ja dann auch viel gehört, man hat viel gelesen in den Medien, es gab die Soforthilfe, manche haben sie bekommen, manche nicht. Wie siehst du denn das jetzt in der Rückbetrachtung? Also ich muss ehrlich sagen, meine Soforthilfe, gebe ich zu, haben wir auch beantragt. Ja. Aber da ja, dafür war sie da, ja. Wie so viele wird es für die meisten wahrscheinlich doch eine zu Späthilfe. Aber es ist, ich muss sagen, Hilfe in dem Sinn hatte ich immer. Von außen, von Familie, gerade durchs Team auch, durch diesen Zusammenhalt im Team, das hat uns allen sehr geholfen. Ich hatte immer, Handwerkskammer hat geholfen, mein Steuerbüro, BAZ Steuerbüro hat geholfen, die Innung, von der Innung her, vom BNI, ich bin im Unternehmernetzwerk BNI, die haben mir auch sehr geholfen. Also man hat gerade im, es reicht ja schon die Hilfe, dass die Masken bestellen. Das reicht ja schon, die haben wirklich bestellt. Und durch deren Bestellung haben sie andere wieder gesehen oder sie haben einen weiterempfohlen und gemacht. Und das allein hat schon unheimlich geholfen. Ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt selbst mehr Hilfe, habe ich nicht erwartet. Nein. Okay. Aber man muss auch selbst um Hilfe bitten. Man muss wirklich drum bitten. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, bei vielen hatte man manchmal so das Gefühl, so naja, also nach dem Motto, jetzt kommt mal jemand und bitte tut was für mich. Das ist ja auch genau das, was du gerade nicht gemacht hast. Und das bringt mich auch zu einem Punkt. Jetzt hast du ja den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Hast ja gerade so schön demonstriert. Auch ich erinnere mich an einen Satz. Als du diese Idee zu den Masken hattest, ja, du warst noch früher im Büro als in deinem Atelier als sonst, fand ich sehr, sehr cool. Jetzt, wenn man mal das allgemein betrachtet, solche Krisen, klar, eine Pandemie, die werden wir hoffentlich nicht mehr so oft erleben, aber Krisen erleben Unternehmer ja immer wieder. Gibt es von deiner Seite jetzt irgendwie Ratschläge oder Tipps an andere Unternehmer, die, ja, wenn so eine Krise kommt, was die dann vielleicht machen könnten, wie man damit umgehen kann oder auch was du ihnen nicht raten würdest, was sie lieber nicht machen sollen? Nichts tun ist das Schlimmste, was man machen kann. Okay.
Also weitermachen, einfach weitermachen. Die neuen Ideen kommen von allein. Man hat oder man erfährt Hilfe von Seiten, wo man nie mit rechnet. Und auch dieses auf keinen Fall Kopf in den Sand stecken. Und es geht immer irgendwie weiter. Und das Allerschlimmste, was man haben kann, ist Angst. Angst ist das Gift, was eigentlich alles blockiert, was man machen kann. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und einfach Vertrauen. Sein Motto treu bleiben, so wirklich auf Qualität weiterhin. Bei uns ist ja wirklich Qualität an erster Stelle und das muss einfach funktionieren. Qualität, Kundenservice, das muss weiterhin funktionieren und da kann einer reinreden, wie er möchte. Nichts auf Masse, wirklich auf Klasse. Das ist wirklich, das ist ganz wichtig und das hat sich bei uns wieder bewahrheitet. Und du hast auch vorhin gesagt, bei euch auch ganz wichtig, dieser Zusammenhalt im Team, nicht? Also, dass der nicht kaputt geht, damit das Team weiter durch diese Krise gehen kann. Die haben gearbeitet, genau, jetzt ja auch noch. Wir haben alle gearbeitet, wie die Verrückten. Unglaublich. Und da war auch wirklich ein zuverlässiges Arbeiten. Das ist ja cool. Da also möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinem Team. Und man merkt es auch. Also das bedeutet dir wirklich was, finde ich richtig, richtig cool, das auch so zu spüren. Denkst du denn, man kann sich auf solche Krisensituationen irgendwie vorbereiten? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, ja, das könnte man vielleicht machen, wenn jetzt so wieder, wenn wir wieder zurück zur Normalität kommen? Ich meine, so eine Krise kann ja wirklich immer passieren, ja? Muss ja jetzt keine Pandemie sein, sondern maßgebliche Mitarbeiter fallen aus oder was weiß ich, irgendwas anderes passiert, wo plötzlich die Aufträge wegbleiben. Kann man sich da irgendwie vorbereiten? Nee, kann man nicht. Kann man nicht, weil man weiß ja gar nicht, welche Krise kommt. Ja. Ich weiß nur für mich, es hat sich immer wieder was Neues ergeben, egal ob es eine kleine Krise war oder jetzt diese Riesenkrise. Ich meine, dass meine Mitarbeiterin spontan krank ist, gerade wenn die Hütte brennt, das ist einfach so. Das passiert. Ja. Da kann kein Mensch was dafür. Aber es gibt dann immer eine Lösung. Und wichtig ist wirklich, dass man, egal in welcher Krise, offen miteinander umgeht, nicht versucht, ja, allein irgendwas hinzumoscheln auf gut Deutsch, sondern wirklich offen, ja, auch vom Personal her offen miteinander umgehen. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein guter Tipp, diese Transparenz nach außen. Ich glaube, das ist etwas, das machen viele falsch. Ja, man geht dann zurück, das ist jetzt egal, ob das Parteien sind, ob das Organisationen sind, ob das Unternehmen sind. Ich glaube, wenn jetzt bei Unternehmen zum Beispiel die Mitarbeiter nicht wissen, wie es aussieht, du hast es vorhin schön gesagt, wenn Angst da ist, das blockiert alles. Ja, wenn die Mitarbeiter nicht wissen, wie es weitergeht oder hat die Führung, hat die einen Plan, was machen die jetzt? Ja, ich glaube, das ist wirklich eine üble Geschichte, weil dann geht es einem schlecht, die Stimmung ist schlecht und man weiß nicht, was kommen wird, weil diejenigen, die eigentlich lenken sollten, dieser Aufgabe nicht gerecht werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Ja, ja. Und auch gemeinsam diese Lösungen erarbeiten. Die Mädels haben ja oft so gute Ideen, die habe ich zum Teil ja gar nicht. Ja. Das ist dieses Gemeinsame, das Erschaffen. Oder auch offen zum Kunden sein. Wenn irgendwas, wenn halt die dann krank wird und kann es nicht fertig gemacht werden und du weißt genau, es ist jetzt nicht so akut, ja, dann wird halt der Kunde mal angerufen und wird um Verständnis gebeten. Also kein Kunde hat bisher irgendwie in irgendeiner Art und Weise sich beschwert. Ich wollte nämlich gerade fragen, also du hattest auch das Verständnis erlebt von den Kunden jetzt in dieser Situation. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Wenn du jetzt so zurückschaust, gibt es etwas, was du aus dieser Krise gelernt hast? Etwas, das du jetzt auch für die Zukunft mitnimmst? Das wusste ich eigentlich vorher schon, dass ich mich auf wirklich in jeder Situation, in jeder schwierigen Situation mich auf mein Team verlassen kann, okay, Familie sowieso, dass ich mich auch wirklich auf meine Handwerkskollegen verlassen kann. Es ist so schön, was da so kam an Aufträgen, an Hilfsanbietungen auch, oder auch gerade über mein Netzwerk, mein BNI-Netzwerk, was da an Hilfe kam und Verständnis und alles. Also das nehme ich mit, das hat mir eigentlich so das Ganze nochmal bestätigt, dass man doch irgendwo auf dem richtigen Weg ist insgesamt. Okay, sehr cool. Also bedeutet im Prinzip, die Investitionen in das Team, die zahlen sich in solchen problematischen Situationen tatsächlich dann aus. Ja, unbedingt. Und was auch schön ist, man hat so wieder gemerkt, dass in den Köpfen der Menschen auch wieder ein bisschen Umdenken stattgefunden hat. So dieses regionale Denken ist wieder mehr geworden. Dieses regional. Und ich kaufe jetzt die Masken bei der Frau Schlagbauer, auch wenn ich sie im Internet woanders vielleicht günstiger kriegen könnte. Ja. Ich kaufe sie jetzt bei ihr, weil die vor Ort ist.
Ja. Und das zu erfahren, auch wirklich gesagt zu bekommen vom Kunden, das finde ich klasse. Das tut wirklich gut und ich hoffe, dass das auch weiterhin bleibt in der Zukunft in den Köpfen von den Menschen. Fände ich sehr schön. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Gibt es sonst noch abschließend etwas, was du an ja, die Zuschauer hier sagen würdest? Irgendein Learning, irgendeine schöne Geschichte, irgendetwas, so sozusagen als abschließende Worte? Ich hatte eine schöne Geschichte und zwar hat mich Erna darauf hingewiesen. Ich höre ja, wie gesagt, immer Bayern 1 früh. Ich hatte eine schöne Geschichte und zwar hat mich der Uwe Erdl hat wohl im Morgenradio den Dings vertreten, den Fahn, und hat sich gewünscht, eine Maske mit einem Schnauzbart. Okay. So, hat mich ein Kunde darauf hingewiesen und nachdem wir ja so wunderschöne Masken machen mit einem Moustache, da haben wir eine besonders schöne produziert mit einem besonders schönen Moustache und die habe ich ihm geschickt. Und noch eine unserer Frankenmasken dazu. Okay. Und da hat er sich tatsächlich letzte Woche hat er angerufen und hat sich persönlich bei mir bedankt. Das fand ich so süß. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Das fand ich echt nett, hat er sich persönlich bedankt für die schönen Masken und sie seien so schön und auch im Team haben sie es so schön gefunden und er würde mir noch ein Foto schicken. Da hoffe ich noch drauf, dass das Foto kommt. Also das fand ich irgendwie süß. Das finde ich ist aber wirklich eine coole Geschichte, denn das ist ja auch wirklich außergewöhnlich und ich meine, immerhin, du hast es auch gehört, nicht? Also, dass er so etwas haben wollte und dann auch gleich reagiert, finde ich sau cool. Spricht eindeutig für dich. Ja, ganz klare Sache. Und ich bin mir sicher, das Foto wird er noch schicken. Insbesondere, wir haben es jetzt in diesem Video nochmal angesprochen. Ja, wir hoffen, dass dann irgendwann auch tatsächlich dieses Foto dann bei dir eintrudelt. Ja, Friedrich, und ich sage herzlichen Dank für die Zeit, die du dir hier genommen hast, für das Zeigen der Masken, auch an deiner Assistentin. Letzte Frage noch, was ist deine Lieblingsmaske persönlich? Meine Lieblingsmaske ist natürlich der Frankenrechen. Hallo. Der Frankenrechen. Gut, ich hätte es vorhin schon irgendwie erkennen müssen. Ja, aber es hätte mir klar sein sollen. Eigentlich eine blöde Frage. Hast vollkommen recht. Wer mehr über Friedrich Schlagbauer und die Glückschneiderei sehen möchte, man findet dich auf Facebook. Nicht? Da findet man auch sehr viele Fotos von den Masken. Wir werden das auch bei diesem Video natürlich nochmal verlinken. Wir werden auch auf deine Webseite verlinken. Und wer nicht Masken haben will, sondern vielleicht jetzt wirklich Brautmode, weil jetzt geht's wieder los, kann sich natürlich auch vertrauensvoll an dich wenden. Auch Männer, wie ich vorhin gehört habe. Ja, auch die Männer. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und für die Auskünfte, die du hier gegeben hast und wünsche dir weiterhin natürlich alles, alles Gute für deine berufliche Zukunft und für die Zukunft der Glücksschneiderei. Mach's gut, Friedrich. Ciao. Danke, Carsten. Tschüss.